Willkommen bei Moderne Helden. Au, das ist laut. Heute geht es um das Duo, das Frieden und Ordnung in unserer Galaxie wiederhergestellt hat, Ratchet und Clank. Erzählen Sie uns doch bitte etwas von Ihren neuesten haarsträubenden Abenteuern. Wie Sie sich vorstellen können, hatten wir einiges zu tun. Nach dem Sieg über Drake gab es Paraden, Pressekonferenzen, Festakte und Würstchen essen bei R. Ach ja, das. Und dann wurde es wieder etwas ruhiger. Danach waren wir, also... bei der Eröffnung der Öloase. Genau. Das war letzte Woche. Vor 6 Monaten. Wir haben immer noch viel zu tun, aber eher im häuslichen Bereich. Gestern habe ich meinen Radiator geputzt. Anscheinend besteht wohl kein Bedarf an Helden. In der Zwischenzeit. Miss Noodlebottom, ich habe ihn gefunden. Sekunden später? Was zum... Abercrombie Fistmanships, Gründer der Megacorp in der Bogon-Galaxie. Bogon? Tut mir leid, euch Unannehmlichkeiten zu machen, aber unsere Galaxie befindet sich in einer verwickelten Lage. Ich muss euch um Hilfe in einer Angelegenheit dringbarster Dringbarkeit bitten. Es geht um einen äußerlich gefeierbaren Einsatz von unglaubhafter Schrecklichung. Was redet der da? Also, ich soll zu einem gefährlichen Einsatz in eine andere Galaxie. Unbestritten! Vor einigen Tagen wurde dieses geheime biologische Experiment aus unserem Labor gestohlen. Und zwar von einem kaltblütiglichen Meisterdieb. Und du musst das Experiment zurückbringen. Machen wir. Ach, wir? Crank, mit deiner Zögerlichung habe ich gerechnet. Und ich möchte dir einen Vorschlag hinterbieten. Wir machen dich zum obersten Buchführhalter der Megacorp. Du kriegst eine Penthouse-Suite in Megapolis. Und unsere topmoderne Robomasseuse. Okay. Und du, Ratchet, du musst in absoluter Bestform sein. Auf dem Weg nach Bogon wirst du ein schweres Training unterwandern. Kampfsport, schwere Waffen, Überlebenstraining, Tarnung, Stricken, Standardtänze und Origami. Auf Origami freue ich mich. 2 Wochen später. Mittels bipolarer Vektorverdauung haben wir erfahren, dass sich der Dieb auf einer Flugbasis in Sektor 7 aufhält. Schleicht euch dort ein und berafft ihr das Experiment. So, bereit zum Start. Ja, dann legen wir auch mal los. Gut, solange es gut anhört, passt ja. Weil ich muss beim Regler echt aufpassen. Das ist... das geht ganz schön... ja, schnell laut. Hier spricht Ratchet. Ich nähere mich den Koordinaten 37 Alpha. Viel Glück, ich zähle auf euch. Verstanden. Funkstelle wird eingeleitet. So, schauen wir gerade wegen der Steuerung ein bisschen. Ja, Malkaf, danke fürs Hosten, Belly. Kamerasteuerung umkehren, im Optionsmenü erhältlich. Waffen auswählen, halte die Dreiecktaste gedrückt und wähle das gewünschte Symbol mit dem linken Ups, kann anscheinend noch abbrechen. Ah, Kraftbombe und Lancer. Okay. Muss ich auch aufpassen, weil Dreieck ist anscheinend auch Dialog abbrechen. Drücke die Kreistaste, um den Lancer abzufeuern. Okay, Kamerasteuerung muss ich mich gewöhnen. Mal weiter höher. Mit Schießen komme ich jetzt erstmal schon zurecht. Das ist gut. Yay! Ist ja ohne Probleme durchgekommen. Wenn das Spiel jetzt so weitergeht, yay! Das ist super. So, haben wir wieder Lancer-Munition bekommen. Kommen aber jetzt keine weiter von oben, oder? Wäre jetzt blöd, nämlich. Sehr gut. Ähm.
Irgendwie kriege ich jetzt langsam Angst bei den Telefonräuschen. Benutze die Gravitationsbombe hier. Halte die Dreieck-Taste gedrückt und wähle die Bombe mit dem linken Analogstick. Okay. So, habe ich einfach mal nicht gemacht. Ey, ihr wollt unbedingt Dark Souls bei mir sehen. Kann das sein? Hallo, Malka. Oh. Meine Sicherheitskräfte sind wohl etwas veraltet. Oh, hey, nein, nein, nein. Ich bin nur hier, um den Transfluxor zu reparieren. Netter Versuch. Beste Wünsche an die Megacorp. Mach den fertig. Oh Gott, selbst ein Wachhopper danach über ihn. Nice. Ach was, selbst Belly ist dafür? Nein. Ihr wollt mich wirklich leiden sehen. So, da komme ich nicht rein, nehme ich mal an. Ich brauche mal den Abstand von solchen Spielen. Sekiro reicht mir im Moment. Na gut, dann ist es ja auch kein. Ist weniger ein Wunder, dass das so ist. Die Halsabschneider. Wir schlagen alles kurz und klein. Sehr schön. Ich hätte großes Interesse an Ihren Diensten. Sie bringen das Geld, wir bringen die Gewalt. Gut. Das ist mal Dienstleistung. Dass Ihre besten Männer zu diesen Koordinaten kommen. Du verfügst über maximal. Sorry, und wieder weg. Sehr gut. So, da hinten sind noch Kisten. Da wird alles mitgenommen. So, ich werde auf jeden Fall Bloodborne als auch Dark Souls weiterspielen. Ja, ich will dann schon richtig Dark Souls spielen, Malka. So. Du kannst präziser mit dem Lancer zielen, wenn du die L1-Taste gedrückt hältst. Hilft mir gerade echt wenig. Ach, Kamera. Ja. Dark Souls 3 ja ist immer noch installiert. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch mal danach weitermache, aber ich merke halt bei Sekiro wirklich, dass ich öfters einfach mal eine Pause für dieses Spiel brauche. Deswegen bin ich auch gestern gar nicht so rangegangen, aber ich mache den Endboss jetzt sowas von fertig, sondern ich probiere den jetzt ein bisschen aus. Ich werde drüber schlafen, ich werde es nächstes Mal besser machen. Und wenn ich dazu oft Sekiro spiele, deswegen habe ich auch ab und zu ja mal damit aufgehört, dann wäre ich wahnsinnig. Hey! Melde mich zum Dienst, Sir. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass du dich meldest. So schnell. Es gab da ein kleines Problem. Der Dieb ist mit dem Experiment entkommen und ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Keine Sorge. Ich habe soeben eine ausschussreiche Informatierung erhalten. Okay. Haben Sie Karten für diesen Quadranten der Galaxie? Aber sicher doch, mein Herr. Wir haben galaktische Karten, 3D-Karten, Faltkarten, Karten zum Ausschneiden und zu den Häusern der Stars. Ach,
Jetzt habe ich meine Brieftasche vergessen. Könntet ihr euch darum kümmern? Abwehrsystem deaktiviert. Ey, ihr Wechselgeld! Also, dass es sich noch wegen Wechselgeld Sorgen macht. Ansicht der Karte. Drücke die Select-Taste oder die R3-Taste. Markov, danke, dass du Berlin ein Abo geschenkt hast. Jetzt wieder schauen, dass das alles da ist. So, Lancer-Munition. Fleißwahrscheinlichkeit kann ich wieder kaufen. Da habe ich nur 4600. Schön, da kann ich mir das noch nicht kaufen. Versorgst hier alle noch mit Abos, habe ich das Gefühl langsam. Ah, stimmt, da kann ich hier Munition kaufen. Blitzpistole. Oh, die ist ein bisschen teurer. Dann, Belly, viel Spaß mit dem Abo und den Emotes, die du gemacht hast. Was? Malkauf! What are you doing? Wir brauchen mehr Emotes. Ja, hast du recht. Da bin ich auch dafür. Schauen wir uns auf jeden Fall auch mal hier um. Ich habe mal bei den Twitch-Regeln mal nachgeschaut. Der Doppelsprung hat er auch noch. Nein! Ich habe mal kurz bei den Twitch-Einstellungen nachgeschaut und es geht ja je nachdem, wie viele gleichzeitige Abos du hast, da werden auch Emotes freigeschaltet. Also Emote-Plätze. Markov, bist du dir sicher, was du machen willst? Dann bring mich darüber vielleicht. Okay. Dann muss ich auf den Rücken von anderen. Also, nur zum Tipp, Malkauf. Du musst hier nicht alle mit Abos versorgen. Also, ich will dich hier keinen zwingen. So, taucht das Vieh eigentlich überhaupt wieder auf? Okay, es taucht wieder auf. Da kann ich zumindest hier rüber. Oh, no, no, no! Nein! Ah, einmal blöd daneben gesprungen. Das habe ich jetzt davon. Super toll. Auf jeden Fall, Adel, ich hoffe, du hast deinen Spaß mit dem Abo. Auch wenn du wahrscheinlich jetzt nicht hier in diesem Stream bist. Sehr wahrscheinlich. Ich das trotzdem einmal öffentlich gesagt habe. Maximales Nanotech erhöht. Besiege mehr Gegner, um es weiter zu erhöhen. Okay. Ich weiß nicht, was Nanotech ist in diesem Fall, aber okay. Ich werde es bestimmt noch rausfinden. Erstmal hier weiter. Und Mokai auch noch. Dann wünsche ich auch Mokai viel Spaß mit seinem Abo hier auf dem Kanal, mit den Emotes und allem, was dazu gehört. Ja, ich habe das Munition doch noch aufgenommen. Warte mal, ich schau mal, weil ich verdeck das immer.
natürlich auch Abonnentenpunkte verdeckt. Ja, das auf jeden Fall, Malkaf. Vielen herzlichen Dank. Ich schulde dir jetzt wirklich mal was. Verrückter. Ja, da wahrscheinlich muss ich drauf springen und dann sofort wieder weiterspringen, um weiterzukommen. Schätze ich jetzt einfach. So. Yay, hat super geklappt. Hier kann ich mit runter. Ich und du bist komplett verrückt, Mann. Sehr, sehr durchgedreht und so. Gut. Weiter zum nächsten. Ah, wohin gehst du? Schauen wir mal, wo ich jetzt hier hinkomme. I'm a madman and I know it. Oh yeah, you're a madman. Okay, hier kann ich auch hoch. Wohin führt... Ja, toll, es führt mich zurück. Ganz toll. Toll, 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 toll. Hier geht's weiter, oder? So, Munition habe ich auch wieder vorhanden. Auch entfernt. Yay! Ich müsste mal die Liste aufrufen, wie die Twitch vorangebracht hat. Answer. Weil die kriegt man ja pro Abo immer so Abo-Punkte und da hieß es dort, wie viel man braucht, um dessen Desk zu erreichen. Aber ich muss sagen, jetzt hier bei Ratchet & Clank, um mal auf dieses Thema zurückzukommen. Im Moment fällt mir das Spiel eigentlich ziemlich leicht. Ich weiß nicht, ob das allgemein einfach ein bisschen leichter gestaltet ist. Oh. Als der erste Teil. Oder ob ich mir einfach nur viel von der Steuerung auch mit beibehalten habe. So, und weiter geht's. Namen da. Oh oh. Willkommen, willkommen. Wenn jeder einen Platz gefunden hat, können wir mit der heutigen Vorführung beginnen. Zunächst bräuchte ich einen Freiwilligen. Wer meldet sich? Sehr gut. Wie heißen Sie, Sir? Ratchet. Hey! Da sehen Sie ihn. Den Megacorp-Traktorstrahl in Aktion. Applaus für unseren Freiwilligen. Sir, warum nutzen Sie nicht unser spezielles Show-Angebot? Ah, okay, für 1000 Volt kaufen. Danke, Sir. Sie werden sehr zufrieden sein. Der Traktorstrahl kann kleine und mittelgroße Gegenstände bewegen, die mit leuchtenden orangen Markierungen versehen sind. Drücke die Kreistaste, um diese Objekte zu bewegen und so über die Klippe zu gelangen. Okay, gut. Testen wir mal aus. Ah! Ja gut, Belly, muss ich mal schauen, wie es dann ist für mich. Ups, ist ja auch wieder... Ja, die Steuerung von dem Ding ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann für mich ist, wie schnell ich das durchspielen kann, ehrlich gesagt auch. Ah, ein Platin Gold. Die habe ich ja komplett erst viel zu spät im Spiel gefunden. Ab
bisher. Also die Verbesserung finde ich ganz gut. Ganz schlechte Zeit für den japanischen Japan einzukaufen, Benny. Nanotech erworben. Gesundheit verbessert. Oh, cool. Stimmt, dann geht's hier zurück zum Schiff. Du musst erst die richtigen Koordinaten herausfinden, bevor du auf einen neuen Planeten reist. Ja, ja, Spiel, ich weiß. Ich habe jetzt gerade mal einen Teil des Planeten gesehen. Hops. Haben Sie Karten ja, ich habe. Quadranten der Gut, kann ich wieder raus. Nur 50 Euro kostet der für 12 Sitzungen. Was? 12 Sitzungen? Der Japanischkurs. Dachte der japanische Kurs, also die Yen. Ach, jetzt mache ich den gleichen Fehler schon wieder. Wieso drücke ich Kreis? Ich dachte, es ist abbrechen. Aber es ist Film abspielen. Okay, da kann man hier da lang gehen. Schraubenschlüssel werfen. Halte die R1-Taste gedrückt und drücke dann die Quadrat-Taste. Was Kosten anbelangt, habe ich keine Ahnung. Das sind mir so Fremdsprachenkursgebühren komplett fremd. Also kann ich echt nicht vertreten. Oh. Falsche Waffe. So. Ich glaube, ich komme zu spät. Was ist mit dem Typen los, dass er down wieder weg ist, wenn ich ihm näher komme? Hier weg. Drücke die Dreiecktaste, um Nachrichten zu unterbrechen. Ja, das habe ich schon kennengelernt. Wähle im Pausenmenü die Optionen aus, um sie ganz auszuschalten. Na, ganz ausschalten will ich sie noch nicht, weil noch habe ich kann ich im Spiel einiges lernen. Auf jeden Fall wieder ein Lebensviertel mehr. Ich weiß halt nur von einigen YouTubern, die ich verfolge, dass da einige auch so einen Japanischkurs gemacht haben, auch welche da, wo sie dann auch mal ins Ausland dafür gegangen sind. Ist das jetzt sozusagen der erste Boss mit? Um immer in die gleiche Richtung zu schauen, musst du die L2-Taste oder die R2-Taste gedrückt halten, während du seitwärts oder rückwärts rennst. Thank you.
Dann zieht er sich jetzt erstmal zurück.